Ich zeige den angerührten Teig anhand von einem Spätzli oder von einem Knöpfli-Teig. Wie immer, wenn ich einen angerührten Teig mache, tue ich die trockenen Zutaten in die Schüssel. Ich habe hier schon das Mehl drin. Es fehlt mir noch Salz. Laut Rezept im Tipptopf ist es ein Kaffeelöffel. Dann hier drin habe ich schon 3 Eier aufgeschlagen. Jetzt heisst es noch 1,5 Deziliter Wasser müssen wir dazu tun. Ihr merkt, 300 Gramm Mehl und 1,5 Deziliter zu 3 Eier, das gibt auch 3 Deziliter. Wir haben also ganz genau gleich viel Flüssigkeit und gleich viel Mehl. Jetzt muss ich das hier im Massbecher anrühren. Ich nehme das gleiche Gerät, wie ich nachher für den Teig brauche. Am besten ist, ihr nehmt einen Keller, der ein Loch hat. Es geht aber auch einen Keller, der kein Loch hat. Wer keine Holzkeller daheim hat, kann es auch mit Plastik rühren. Das spielt keine Rolle. Gut, machen wir da geschwind durcheinander. Das ist genug durcheinander. Jetzt muss ich es von der Mitte aus anrühren und dass man nicht immer die Schüssel davon wandert, lege ich eine nasse Lumpe drunter. Und dann kann ich von der Mitte aus anrühren. Weil es fehlt mir ja jetzt eine Hand, um die Schüssel zu heben. Ich habe ein bisschen dunkleres Mehl genommen, nicht ganz ein weisses Mehl, um den Teig zu machen. So. Es kann sein, dass es ein bisschen zu wenig Flüssigkeit hat, dadurch, dass ich ein bisschen dunkleres Mehl genommen habe. Sehen wir. Jetzt heisst es, ich soll den Teig klopfen, bis er glatt ist und in Fetzen von der Keller reisst. Auch bis er Blasen wirft. Ich nehme ihn wieder an den Bauch. Und dann ist die Bewegung die. So. Also die Blätter sieht man. Da gibt es manchmal so Blätter, die platzen. Mal schauen. Noch mal ein bisschen klopfen. Dann höre ich auf und manchmal sieht man es, wie sie platzen. Ja, gerade nicht. Also, man sieht hier wahrscheinlich. Mal. Da hinten sieht man immer wieder Blättern platzen. Der Teig ist eigentlich glatt und jetzt heisst es eben, bis er von der Keller ist. Jetzt müssen wir das mal ausprobieren. Ich nehme den an die Keller an. Er sollte in Fetzen runterreissen. Da kommt jetzt fast alles miteinander. Ich habe es schon beim Rühren gemerkt, er ist ein bisschen hart. Ich tue also noch ein bisschen Wasser dazu. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel. So. Und mache ihn noch ein bisschen dünner. Es ist nachher einfacher, den durch ein Knöpfli-Sieb durchzubringen. Ich mache Knöpfli heute. Wer Spätzli machen will, dann ist es etwas besser, wenn der Teig etwas härter ist, so wie er am Anfang war. Also ich rühre noch einmal rühren. Vielleicht sieht man jetzt, wenn die Blätter platzen. Jetzt habe ich schön eine gesehen. Und wieder ein. Jetzt hat es ein paar, die geplatzt sind. Gut. Also ich probiere es noch einmal. Ich nehme ihn an die Kelle, warte, wie er runterreisst. Und der reisst jetzt wirklich in Fetzen. Genau so müsste der Teig sein. Ich decke ihn zu und decke ihn zudeckt eine halbe Stunde grüe. Den Knöpfli-Teig habe ich jetzt 30 Minuten grüe und habe schon 2 Liter Wasser aufgekocht. Ich würze das Wasser mit einem Esslöffel Salz gestrichen, dass es nicht versalzen ist. Das reicht. Gut. Jetzt im Tipptopf heisst es gar nichts, auf welche Stufen ich den
soll zurückstellen. Er soll die immer kochen, darum tue ich da gleich noch auf grosse Stufe, aber ein bisschen reduzieren, ungefähr 2/3 von der Hitze, die er hat. Jetzt habe ich da zwei Möglichkeiten, wie ich ein Knöpfli machen kann. Ich zeige euch die erste, dem sagt man da Knöpfli, Sieb. Da brauche ich aber zusätzlich noch so eine Teigkarte, um es durchdrücken. Das ist der Teig. Bitte braucht man nicht für 4 Personen alles aufs Mal, nur portionenweise durchlassen. Sobald ich jetzt das Knöpfli-Sieb aufs heisse Wasser tue, wird das Knöpfli-Sieb heiss. Wenn das zu lange drauf parkiert ist, dann kann es sein, dass es mir von unten her durch den Dampf macht es mir das ganze Knöpfli-Sieb zu und dann kommt kein Knöpfli mehr unten raus. Da wollte ich nicht, darum muss ich wirklich ganz schnell arbeiten. Ich plane das, ich weiss, dass ich den Teig nachher muss da zum Griff hin tun und vom Griff her gegen Führer streichen. Das mache ich jetzt. Ich nehme ungefähr 1/3 von dem Teig aufs Mal. So. Jetzt muss ich nur noch mit der Teigkarte in die eine Richtung streichen. Je nachdem, wie dick als der Teig ist, wie zäh als er ist, braucht das etwas mehr Kraft oder etwas weniger Kraft. So, ich schneide hier die letzten hier unten noch ab, dass alle Teig reinkommt. Da gibt es immer etwas Sauerei. Parkiert das auf eurer Schüssel, dann kann eigentlich nichts passieren. Jetzt, die Knöpfe, die schwimmen, die sind fertig. Die kann ich bereits rausnehmen. Ich stelle hier noch mal ein bisschen aufstellen. Jetzt gemerkt, es ist recht abgekühlt. Also, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso sie im Tipptopf keine Stufen aufgeschrieben haben. Die sind fertig. Ich mache nachher aus diesen Knöpfen jetzt heute einen Gratin. Wenn ihr sie wollen, Brötchen, könnt ihr sie direkt in die Bratpfanne rein tun. Und die andere Variante gerade auf den Teller, wenn ihr sie gerade essen wollt. So, das ist mal die erste Portion. Ich zeige euch jetzt noch die zweite Variante mit dem Spätzli-Hobel. Wenn ihr so einen Hobel oder ein Spätzli-Sieb, das wir vorher gebraucht haben, hier drauflegt, muss es genau Platz haben auf dieser Pfanne. Wenn ich das so drauflege, dann tropfen mir nachher die Spätzli aussen ab. Das heisst, ich muss es wirklich so drauflegen, dass alle Löcher innerhalb des von der Pfanne innen sind. Gut, auch bei dem gilt, das wird sehr heiß, wenn ihr es auf dem Wasser oben parkiert, darum schnell arbeiten. Der Teig, den ich jetzt hier innen habe, der ist ein bisschen dünner als der, den ich vorher gezeigt habe. Das ist eine Portion, jetzt seht ihr gerade, wie viel das gibt. Da tue ich den ganzen Teig, weil das jetzt eben nur eine Portion ist, da rein. Und fangen an, hin und her fahren. Jetzt bin ich zu weit rausgefahren, seht ihr es? Okay, jetzt mal raus, aber das wollte ich eben nicht. Dann höre ich hier. So, bis ich alle durchgelassen habe. Jetzt fahre ich extra darüber aus, dass das mitnimmt. So. Den Rest kann ich noch mit dem da drin haben lassen. So. Daheim haben wir vielleicht nochmal eine andere Variante von Knöpfli-Sieb. Aber funktioniert tut ja eigentlich alles gleich. Ich parkiere das wieder auf der Schüssel. Und jetzt die hier fertig sind, die kann ich rausnehmen. Ihr habt gesehen, selbst mir ist hier etwas aussen runtergelaufen, hier habe ich etwas getropft, alles ist etwas voll Teig. Wenn ihr den Teig loswerden wollt, tun sie nicht mit Heisswasser einweichen, sondern mit Kaltwasser. Sofort einweichen, dann 10 Minuten später hat sich der Teig aufgelöst und ihr müsst nicht mehr rubbeln. Das ist jetzt ungefähr eine Portion aus dem Tipptopf.
Das ist eine rechte Portion, wenn ihr das als Beilage esst. Wenn ihr es als Hauptspeise esst, dann müsst ihr schauen, ob es euch reicht.